können die Angel, die nicht vorhanden ist, habe ich die hin auf den runtergelegt, die Angel. Weil dabei habe ich jetzt ja keine. Dann werde ich die wahrscheinlich hier hingelegt haben. Eisen scheint vielleicht schon verarbeitet worden zu sein in der Pyramide, ich weiß es nicht. Wir hatten ja doch einiges bei uns geführt. Kann natürlich sein. Nein, ich bin so blöde. Wir hatten noch einen Fail gehabt. Da wurde ich auch von einem Zuschauer darauf angesprochen, dass der sich der hat sich darüber totgelacht, dass wir unsere Ender Chest vergessen haben. Ja, da war ja was. Nur ist das an sich nicht wirklich schlimm. Ich glaube, wir haben auch einen sicher, ja. Denn wir gehen einfach hierher, wenn wir hier jetzt eine haben. Ja, aber hier habe ich Eis gemacht, habe ich hier so viel Eis reingelegt, das ist ein totaler Schwachsinn. Wenn hier so viel Eisen liegt, reicht das doch. Wo ist denn, wo haben wir denn? Hier ist nichts. Ich dachte eventuell hier wäre eine Ender Chest. Kannst aber knicken. Dann gehen wir halt da, wo eine ist, und zwar ins Lager. Da ist doch ein, oder? Ender Chest. Und man siehe da, wir haben Pfingstrosen, Flieder, Rosenstrauch, Akazien, TNT, Eisenerz ohne Ende, Sand ohne Ende, Diamant haben wir noch gefunden und ein wenig Kohleerz haben wir auch noch, Redstone ist vorhanden. Ja, mit diesem ganzen Schnickschnack, Schnuckezeugs. Ja, wir haben vor einer Enderkiste verloren, aber ich bitte euch. Das bisschen Zeug. So. Und hier haben wir noch Effizienz und Haltbarkeit. Wo habe ich das denn bitte alles her? Kann mir mal jemand verraten, wo ich das alles her habe? Kann mir das jemand verraten? Hier sind noch 20 Smaragde drin. Wollt ihr mich rollen? Wollt ihr mich alle rollen? Wollt ihr mich alle verarschen? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich lasse mich nicht verarschen. Nee, tue ich nicht. Nee, finde ich nicht gut. Ja, muss ich einfach sagen, finde ich nicht gut. So, dann brennen wir das Eisen, was wir in der Enderpro jetzt gefunden haben. Und... Okay, wir brennen das Eis, was wir in der Enderpro gefunden haben. Und wir wollten immer noch dieses Haus hier renovieren, das müssen wir auch noch machen. Wir kommen schon noch dazu. Wenn ich schaffe, in die Tür reinzukommen. So, dann hier bitte mal einmal da und einmal da die Hälfte. Und wir wollten eine Angel holen, die habe ich hier reingepackt. Wusste ich, dass ich die irgendwo hier liegen muss. So. Dann renne ich aber nicht, dass ihr euch jetzt wundert, momentan vorerst mal kurz zur Schmiede, weil ich doch gucken wollte, wie weit denn meine Level ausreichen würden, um erstens den Bogen zu kombinieren und zweitens die beiden Äxte zu kombinieren, die ich jetzt dabei habe. Haltbarkeit und Effizienz, Level 34 und Level 19 nur. Oh, na das mache ich natürlich dann später sofort. Dann haben wir hier noch die beiden Bögen, die sich mögen. Ne, die mögen sich anscheinend doch nicht so ganz. Der Bogen wird nicht mehr repariert sein können anscheinend. Da muss man ein bisschen sparsam sein. Ja, gut. Das heißt, 20 Level sind dann vorausgeplant schon mal für die Äxte, damit wir dann die nächste gute Axt haben. Dann können wir die alte auch gerne getrost in den Müll schmeißen mit einer FE4-Hax, geht das alles wunderbar. Und now we are verzaubering unseren Angel. Und ich hoffe einfach mal, dass ich dann irgendwas
Cooles bekommen auf die Angel. Wo ich mir jetzt denke, wow, ist ja voll crazy und viele Fische beißen an, wo ich ja eher auf diesen Glück des Meeres hoffen würde. Ich weiß nicht, ob wir das Option haben. Aber Glück des Meeres ist für Dings. Und Köder ist, da gibt es auch Köder für die Fische. So. Go, go, go. Glück des Meeres 2 und halt auch Bett 3. Schau, was wir sonst zu haben momentan. Autsch, das tat mir mega weh. Und wir begeben uns zum See. Das hat sich gereimt. Man nennt mich Rhyme and Simon. Oder auch nicht. Haltbarkeit. Haltbarkeit 3, Glück des Meeres 2 haben wir ja auch schon. Ah, das ist auch Haltbarkeit 3. Ach, okay, dann haben wir die also zweimal. Und, ach, wir werfen aber mal die Angel aus. Warum denn nicht? So, dann setze ich mich mal hier so ein bisschen zurück. Und wir beobachten, wie langsam, gemächlich, hoffentlich bald ein Fisch in Richtung Angelhaken ausläuft. Momentan ist es da noch recht ruhig. Die Fische müssen sich erst einmal an den neuen Köder gewöhnen. Ich habe mich da übrigens informiert. Also einmal fischen kostet einen Punkt. Wenn man sich irgendwie verhaken sollte, kostet das 2 Punkte. Das heißt, da geht die Angel schneller kaputt. Im zwei tiefflachen Wasser fängt man also am besten. Ich habe mich da halt informiert, bla bla, und was es da für Besonderheiten gibt. Tiere cashen mit so einer Angel kostet 3 Punkte. Die Entfernung, wie man angelt, ist gar nicht wichtig. La, 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 la. Uns Weihnachtsmucke an. Eine ruhige Melodie zum Fischen bei Nacht. Das wird Nacht, ja, nicht Tag. Na komm. Beiß an. Oh, da ist er. Und wir haben Kugelfisch gefangen. Wir haben Kugelfisch gefangen. Das ist ja mal geil. Ich hasse, dass ich nicht auf so eine Bank setzen kann, so richtig. Wäre schon echt crazy. Das wäre so crazy. So crazy Frog. Aber ich würde gerne mal so einen Schatz fangen. Ich meine, ich hätte nicht einen Schatz gefangen. What the fuck? What are you doing there? Oh. Might be. Theoretisch gesehen könnte ich auch so angeln. Ich vermute mich im Endeffekt gar nicht, weil ich zu tief bin. Autsch, aber der Schaden kriegt mich. Ja, komm her. Ja, komm her. Na, komm her. Ich meine, den Fisch, ich hab mich, ja, ich will den Fisch haben. Jetzt hab ich's mir egal. Der Zombie. Total geil. Suchst du einen Grund schon mit dem Zombie? Da, scheiße. Da, 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 la, la, la. Das ist so, okay. Geh mal nach unten.
essen ein Schnitzel. Tja. Was macht er jetzt? Furchtbar, so Wasseraffinitätszellen. Dann könnte ich mich unter Wasser auch sehr lange bleiben. Oder stelle mich einfach hierher. Unser Müll, die uns so allzu sehr bekannt ist. Als die Müll des Grauens. Stirb! Flupp, einmal auftauchen und flupp, einmal untertauchen. Und schon haben wir, ich würde gerne mal wieder reingehen, mal kurz. Ich gehe da mal ganz kurz rein. Oh 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 oh. Da war ja was. So, dann war das Busse mal hier mal so weg, dann müssen, haben wir später nicht so einen schweren Aufgang wieder. Und begeben uns mal in unsere alte Höhle rein. Wir brauchen eh noch ein bisschen Eisen. Wir haben jetzt die Festung fertiggestellt momentan erstmal. Guck mal, sehe ich gleich Eisen. Was wir früher offensichtlich übersehen haben. So. Und mit unserer neuen Ausrüstung hier sollte es eigentlich auch ziemlich geil gehen alles. Früher war man dann natürlich noch nicht so weit. Wir mussten uns um solche Viecher noch Sorgen machen. Ach ja, die Schweizer Käsehöhle. Ewig war man nicht mehr hier. Ewig. Das Eisen. Wie nachsichtig war ich nur damals. Ich hätte wahrscheinlich noch Erbarmen mit dem Eisen. Mit der Höhle an sich. Kohle, ich habe es zurückgelassen in Massen. In Massen, nein. Habe ich mir damals so gedacht. Oh, Gold habe ich zurückgelassen. Ach du Scheiße. Okay. Nein, da ist auch noch alles voll. Boah, hier Eisen. Boah, ich könnte mich schlagen, wenn ich das sehe. Alles zurückgelassen damals. Natürlich nur für heute. Nur für diesen einen Tag habe ich es damals zurückgelassen. Was auch sonst. Ist nicht so, dass ich da Fehler gemacht habe. Nee, 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 nee. Fehler. Ich nur so. Los. So. Der einzigste Fehler wäre die Vermessenheit anzunehmen, dass ich einen Fehler gemacht hätte. So, hier haben wir nichts mehr, haben wir noch ein Redstone. Da haben wir noch ein bisschen Redstone. Und hier auch noch Redstone. Wie konnte ich denn bitte zum Beispiel das Eisen hier liegen lassen? Ich verstehe ja viel, aber wie konnte ich dieses offensichtliche Eisen liegen lassen? Ich glaube, er wollte nur noch raus einfach. Das war dann wahrscheinlich so dieser Punkt, wo mir alles egal war und ich dann nur noch raus wollte und alles. Ach, ich muss mir die alten Folgen mal wieder angucken, ey. Das ist. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sagen kann, oh, damals vor 30 Folgen. Nee, meine Freunde, wir haben ja schon mittlerweile fast 600 Folgen, also da ist nichts mehr mit kleinen Let's Play, das ist schon ein riesengroßes Ding. That what she said. What the fuck? So, dann nehme ich mir hier den ganzen. Komm jetzt mit und wir haben schon 30 Eisen gefunden. Ja, sagt's ihr, Freunde. Hier war ich anscheinend nie drinne. Das war, ist dann wahrscheinlich so ein Fall für That's What He Said. Okay.
Sieht ganz lustig aus. Eisen gibt es auch wieder. Juhu! Hier noch ein bisschen Kohle. Irgendwann in 300 Folgen werde ich hier nochmal beikreuzen. Und dann frage ich mich, Alter, warum ist hier unausgeleuchtet und der hat die Kohle trotzdem mitgenommen? Was lief schief bei dem Jungen? Und dann werde ich vielleicht wieder sagen, ja, ich muss mir die alten Folgen mal angucken und dann werde ich vielleicht auch wieder nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich es mache, aber man weiß es ja nie so. Sag niemals nie! Ach, siehst du, hier oben war ich auch. Man erkennt es an den Workbenches. Ich war also schon mal hier. Die Workbench hat mich verraten. Ich bin ein kleiner Primat. So, hier ist auch noch was. Wir haben jetzt, das haben wir auf 44 Kohle. Naja, Kohle nicht so direkt, aber ich meine eigentlich Eisen, aber Kohle ist hier vorhanden. So, dann haben wir die Kohle mitgenommen und schauen uns mal weiter hier in die Richtung um. Lass uns doch wahrscheinlich gleich wieder bleiben. Todesmutig riskiert er einen Sprung. Das hat wunderbar funktioniert. Genau so hatte ich das gemacht. Genau so. Und nicht anders. Ich frage mich, ob ich das damals nie zugemacht habe. Ist es nicht so, dass das unbedingt so praktisch ist, ne? Oder war ich hinten schon komplett fertig und dachte mir, brauchst du nicht mehr zu machen. Nein, ich habe Eis.